Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Cattle & Cops. Ja, Feld Nummer 6 mal jetzt noch weiter. Wird geflügt auf Feld Nummer 3. Hab den Kollegen verlängert um 5 Stunden. Und die Geräte ebenfalls verlängert. Kann man in der letzten Folge schon sehen. Gestern, ne? Sagen wir so, 1, 2, 4, 5, 6. Mittwochfolge, würde ich meinen. So. Gut, der war unten gewesen. Ja. Ja, das ist schon diesen Feld, ne? Das nächste Feld kommt dann links rein. Brocken, würde ich meinen. Und Feld 2 würde ich auch Brocken reinmachen. Ich denke mal, Brocken auch noch 1100 könnte hinkommen. Dass wir zwei unterschiedliche Felder haben mit Getreide und dann noch Mais. Dann haben wir drei Zeiten, wo wir ernten können und im Groben Anführungszeichen Abwechslung. Ne? Also das ist ja auch ob ich Getreide ernte oder Getreide, Weizen oder Roggen, das ist ja glaube ich in dem Fall egal. Die Arbeit ist die gleiche, nur halt ich kann verschiedene Zeiten das entsprechend machen. Wir müssen nicht so viel schlafen und so können wir entsprechend arbeiten. So. Schöne Arbeit. Ja. Was? Neue Früchte hat man mal geschrieben im März oder im Februar. Dass sie an einer weiteren Karte arbeiten wollten. Zurzeit weiß ich es nicht. Und zwar für Früchte, Raps, Sonnenblumen und Hafer. Das habt ihr damals geschrieben gehabt. Und im späteren Verlauf habe ich in diesem Livestream gesehen, dass sie mehr am Mehrspielermodus dran sind. Also es gab da noch größere Probleme, denke mal, das wird auch noch weiter dauern. Wobei ich das hier nicht so vorstellen kann, wie man am besten gemeinsam. Na ja gut, man kann schon, ne? Wenn einer flügen mag, ne? Ja, muss ja nicht sein. Bei Mais zum Beispiel kann man sehr gut häckseln zu zweit, ne? Das ist sicherlich gut möglich. Oder zu dritt sogar verdichten und so. Ob denn der KI noch läuft und so, geht ja mal darum, dass es zu chrom sein muss, ne? Denn wenn ich das sehe, wie bei mir der Trecker fährt, das muss ja beim anderen Kollegen genauso sein. Die Frucht mag vielleicht nicht zu sehen sein, aber je mehr die Prozessoren zu tun haben, umso ungünstiger ist es, ne? Anführungszeichen. So steht hier ein Baum. Haben wir keine Fräse da? So, Gas geben. Ja, Feld Nummer 6 auch bald fertig. Das ist gut. Die Wohnung heizt sich jetzt wieder auf. Sommer ist immer ungünstig, also ich mag das nicht. Haare trocken, ja. Nicht wundern, ich bin mal in der Badewanne und dann ja, anfangs noch nass und später sind sie wuschelig. Schon leicht zu lang. Ich muss mal sehen, ob die irgendwann die Testpflicht aufheben, aber ich glaube eher nicht. Die wollen unbedingt die Ergebnisse sehen. Weil mit Testen geht nichts im Friseur. Also heute testen und morgen zum Friseur, das ist ein Stress. Und zweitens kann auch sein, dann sagt ihr irgendwie, hast du mal frei, ne? Kein Bock drauf. Wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt und brauche halt nicht zum Testen gehen. Wenn ich Fieber messe, muss ich auch zum Arzt gehen, und ich habe Fieber. Kann man nicht selber krank schreiben. Auch wenn ich 40 Grad Fieber habe, das sagt mir
Der Verstand, dass er nicht arbeiten kann. Trotzdem muss ein Arzt sagen, okay, bist du krank, ne? Oder auch nicht. Nein. Viele würden das sicherlich hinkriegen. In Eigenverantwortung, aber auch einige würden es auch nutzen. Das klappt ja heute alle automatisch. Also ich war ja vor zwei Jahren mal krank für 4-5 Tage. Mensch, ich dachte so, komm ich mit dem Krankenschein zum Porté? Ne, da brauchst du nicht mehr kommen, das geht automatisch. War super. Habe ich gar nicht gewusst. So selten war ich krank. Dann gehst du hin, kriegst die Krankschreibung und dann kriegst du gleich per Fax oder weiß ich, per Nachricht Bescheid. Krank. Aber der Meister will trotzdem telefonisch Bescheid wissen. Kann ich verstehen. Zwecks Planung und so. Die Firma ist trotzdem informiert von vornherein, aber wie gesagt, der Meister will persönlich Bescheid wissen. Damit also ich vorher Bescheid geben kann, dass er was einplant. Ne? Also Änderungen. Zum Beispiel, Kollege kommt zu früh. So, das war fertig. Feld. So, mal einklappen den Burschen. Ne, einklappen. X. Und jetzt geht's. Erstmal den Scanner ausmachen hier. Und Lenkung aus. Und dann geht's zum Hof. Dann laden wir mal das Saatgut aus. Den Rest Weizen. Schau ich noch recht viel, ne? Brauch war nicht hoch. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Braucht gering, damit Rocken auch ein ganz Stückchen hinkommen. Nein, kein Nickelchen, also Häschen. Leben gefährlich. Hier in Österreich hat irgendeiner mit der Drohne offiziell per Auftrag nach Rehen gesucht, also nach Kids und so. Richtig offiziell. Und der eine Bauer nahm die Schrotflinte, hat die runtergeschossen. Den haben sie gleich die Waffen weggenommen, die Lizenz zum Schießen haben sie gleich entzogen und naja klar, Schadenersatz für Drohne etc. und was war noch irgendwo war gewesen? Ja gut, Strafanzeige, ne? Oh, kommt mein Auto. Ja, da fühlt er sich belästigt. Ja, gut. Ich meine, Drohnen kann auch jeder kaufen. Also, dass er die überhaupt gesehen hat, muss man dazu sagen. Also, die Drohne ist ja sehr klein. Also, es gibt sehr kleine Drohnen. Ich habe auch eine Drohne, die ist extrem klein. Also, wenn die jetzt auf 50 Meter hohe Höhe fliegt, du hörst du irgendwo summen, wenn du weißt, wo du fliegst, siehst du auch vielleicht, ne? Aber wie gesagt, wenn du nicht weißt, dann guckst du erstmal eine Weile. Aber offizielle Drohnen, die das sowas scannen mit Infrarotkamera, sind ein bisschen größer. Die kosten schon Vermögen, da kannst du noch 15.000 hinlegen, ne? Im Groben, ne? So, Dünger raus, Saatgut raus. Und dann muss ich sehen, Rock rein. Normalerweise Big Bag, ne? Also rauskriegen. Ich wusste gar nicht, wie es gehen würde normalerweise. Naja, ausleeren kannst du unsicher die Öffnung machen und ausleeren. Aber das ist ja der hintere Teil, das ist ja immer ganz komisch. Erster Teil ist Dünger drin. So, gucken mal. Bremse. Ich guck mal rein im Menü, welche Palette leer ist. Warm. Was ist das? Ja, das ist doch hier. Tank. Ne, weiß nicht. 1, 2, 3 wäre frei. 3. 1300? Genau. 3 wäre frei. Ja. 3 entladen.
Das müssen wir drehen. Andersrum. Was kommt in die Waschen? Das ist ungünstig. Das brauchen wir gar nicht. Bringt ja nichts, ne? Muss ja nochmal aufs Feld. Aber das ist gut, dass er weiterarbeitet beim Speichern und Laden. Also beim Laden vor allen Dingen. Beim Speichern wäre es egal, aber da arbeiten wir eh. Aber wie gesagt, beim Laden ist ganz gut. Sonst ist ja nicht fertig. Mit der Aufnahme meine ich jetzt. So. Hat er gerade reagiert? Ein bisschen probieren, ne? Die dritte Palette ist da. Ist doch gar nicht. Na, bleib stehen. Da war es gerade gewesen. So, entladen. Ich habe drinne 1178. Kilogramm ist aber weniger. Ich vertausche immer Liter und Kilogramm. Das ist immer ja ungünstig. Ja. Vor allem, wenn man einen Preis einplant für den Verkauf. Ne? Literzahl ist ein bisschen mehr als Kilogramm. Wasser wäre 1:1, aber alles andere, was trocken ist, ist halt auch meistens leichter. Und ich glaube, Kies und Steine sind schwerer, aber müssen wir gucken. Wie gesagt, normalerweise. Ja, man könnte auch theoretisch einen Staubsauger raufsaugen. Ne? Mit einem großen Staubsauger, Industriestaubsauger, Riesenteil, Rohr rein und dann vollknallen. Das wird sicherlich gehen. Wäre machbar. Alle Ecken und Kanten wird man dann schön leer kriegen. Sowohl Dünger wäre schon schwieriger, weil es schwer ist. Ne? Aber wie gesagt, Saatgut wäre noch in Anführungszeichen leicht ist. Aber wie gesagt, mit einem starken Staubsauger, also Industriestaubsauger, ne, da wird schon funktionieren. So, Palette 1 war rocken, glaube ich. Der Rest. Mal gleich gucken. Immer Säcke mehr, ne? Kann man auch schon sehen. Meine Säcke würde ich nicht einfüllen, nicht draußen. Das wäre irgendwo auf Dauer witterungsbedingt auf Dauer schlecht. Dass man mit Folie zudecken würde, wäre das ungünstig. Also Big Pack wäre ideal und dann in eine Halle reinfahren, wo es trocken ist. Also wirklich trocken ist. Also unter eine Palette rein, dass da keine Feuchtigkeit von der Erde hochkommen kann. Auch wenn es da Beton ist, trotzdem kann es unterhalb feucht werden. Holz drunter, also Palette und dann da gut, wo es gut Luft weht, ne? Also nicht dicht an der Wand, sondern ein bisschen von der Wand weg, dass dann noch die Luft zirkuliert, dass es dann halt trocken bleibt. Ne? Ideal wäre eine Halle, die echt trocken wäre. Also es gibt ja auch Hallen, die sind nass, undicht, dachmäßig und so. Wäre schlecht auf Dauer. Also Saatgut und Wasser, da wird irgendwann keimen. Unbrauchbar. Ist auch nicht ewig haltbar, da muss man dazu sagen. Ne? Irgendwann ist die Keimfähigkeit nicht mehr gegeben. Ne? Und nach 10 Jahren ist das vorbei, denke ich mal. Ne? Aber das dauert auch lange. Ne? Schwachen Staubsauger. Na, noch fast geschafft. Noch 100 Liter ungefähr. Viel gesagt. Ja. Morgen ist Freitag. Wenn die Folge kommt. Bei mir ist morgen noch Donnerstag. Und dann meldet morgen über 30 Grad.
Und dann ist Montag Südosten um die 35. Nordwesten hat Pech oder Glück, kann man so sehen. Wer die Wärme mag, kann sich freuen, und wer es nicht mag, ja. Man kann nicht alles haben und so, ne? Ich persönlich ziehe das norddeutsche Wetter vor. Obwohl eigentlich zu Hause bei mir auch nicht gerade sehr kalt ist. So, rocken. Die 33 fangen wir an, ne? Dass wir die leer kriegen. So. Es wäre ungünstig beim nächsten Mal, dass wir Platz brauchen und da wo Rocken drin ist. Auch wenn es nur 33. Palette 2, glaube ich. Das ist nur ein Trigger reinfahren, ne? Bremse. Trockensaatgut, genau. Wir könnten mit theoretisch Feldmoro 49 und die zwei Rocken einsehen. Theoretisch. Und praktisch auch. Ein lang geht schnell. So, Zuschauer, soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss, ciao. Und morgen geht es nochmal weiter mit der Aussaat mit Rocken. Anfang und Pflügen, und die Kollegen mit der Zirkon arbeiten auch noch. Tschüss, ciao. Jo, morgen geht's hier weiter. Ich bin da, ihr auch. Würde mich freuen. Tschüss.